Mit Ewald Pöschko geht eine Freistädter Legende in Pension. 36 Jahre lang hat er die Braukommune Freistadt mitgestaltet und in eine positive Zukunft geführt. Am 4. November, genau an seinem 65. Geburtstag, wurde ihm zu Ehren ein großes Abschiedsfest gefeiert. Es erwartete uns eine wunderbare Event-Location im Herzen der Brauerei Freistadt, wie man sie so noch nie gesehen hat. Die Lagerhalle wurde richtig aufgebrezelt für diesen Abend zu Ehren von Ewald Pöschko. Hunderte grüne Bierkisten aufgestapelt, die Tische wunderschön gedeckt und eine große Bühne, auf der sich viele Wegbegleiter, Freunde, Mitarbeiter und natürlich die Familie einfanden. Mit dabei waren auch die Brauinteressenten, das heißt die Innenstadtbewohner, die gleichzeitig Besitzer der Braukommune Freistadt sind. Ich bin sprachlos. Das haben wir von dir gar nicht gewohnt. Aber wenn wir jetzt zurückblicken auf 36 Jahre, deine Ära in der Brauerei Freistadt, wie schaust du zurück? Ich bin ein positiver Mensch, habe immer die Arbeit, den Job positiv gesehen. Mit allen Höhen und Tiefen, das gehört zum Leben dazu. Und wenn man jeden Tag gerne in die Arbeit geht und mit Freude in die Arbeit geht und positiv durchs Leben geht, dann sind 36 Jahre in Wirklichkeit eine schöne Zeit und eine wunderbare Zeit, dass man überhaupt als Geschäftsführer so lange in einer Firma tätig sein kann. Und es sind ja gewaltige Meilensteine, die da geschaffen worden sind. Wie hast du das durchgedruckt? Man hat gemeint, ich bin stur. Ich selber bin davon nicht überzeugt. Aber sicher, man darf sich nicht nach dem Wind drehen. Man hat seine Meinung, man hat seine Zielrichtung. Und die muss man verfolgen, sonst geht man unter. Das ist schon klar. Hast du irgendwann schon mal gedacht, jetzt hau ich einen Hut drauf? Nein. Eigentlich nicht. Nein. Und was hat dich immer wieder motiviert? In Wirklichkeit fühle ich auch jetzt, dass das mein Lebenswerk war. Und wahrscheinlich war das in mir. Und daher hat man keinen Hut drauf, daher gibt man nicht auf, sondern man sagt, das Lebenswerk ist noch nicht fertig. Aber heute ist es fertig. Ehre, wem Ehre gebührt. Und das trifft auf Ewald mit Sicherheit zu. Immerhin hat er die Brauerei Freistadt vor dem Aus gerettet. Das war Ende der 1970er Jahre, Anfang der 1980er Jahre, wo die Liquidität gefehlt hat, wo es eigentlich an allem gefehlt hat, an der Maschinenausstattung, an der Qualität. Die Baulichkeiten waren nicht in Ordnung. Also hat an allen Ecken und Enden gefehlt und es hat auch das Geld dafür gefehlt, das in Ordnung zu bringen. Und damals hat zunächst der Altbürgermeister Peppe Mühlbachler war die Feuerwehr in der Not und hat in den ersten Jahren hier für die Liquidität geschafft. Damals wurden Grundstücke auch veräußert, um wieder Geld ins Unternehmen zu bringen und den Konkurs abzuwenden. Und letztendlich, ein paar Jahre später, als der Peppe Mühlbacher dann in die hohe Politik gegangen ist, ist der Ewald Pöschko als erster kaufmännischer Leiter in die Braukommune eingestiegen im Jahr 1988. Und das war letztlich dann der Beginn, auch das Ganze zu professionalisieren, viele Dinge betriebswirtschaftlich in die richtige Richtung zu lenken und damit die Geburtsstunde der wirtschaftlich erfolgreichen Braukommune Freistadt. Es ist die grüne Farbe der Marke Freistädter, die sich in den Köpfen verankert hat. Mit Ewald Pöschko wurden bis 2023 mehr als 40 Millionen Euro in die Braukommune Freistadt investiert. Jahrelang standen die Baumaschinen nicht still und erschafften Schritt für Schritt den Gebäudekomplex, wie wir ihn heute kennen. Unter seiner Leitung wurden sämtliche Bereiche des Unternehmens neu aufgestellt und auf die hohe Qualität der Biere geachtet. Dementsprechend oft wurde das Freistädter Bier mit nationalen und internationalen Auszeichnungen prämiert. Ewald Pöschko legte auch großen Wert auf eine Top-Ausbildung der Mitarbeiter. Mit der Möglichkeit, sich zum Biersommelier ausbilden zu lassen, schaffte er ein sehr hohes Niveau. Ewald gründete auch den Verein der Privatbrauereien Österreichs als Kampfansage gegen die internationalen Konzerne. Und wir haben es geschafft, also in Ewalds Vision war 2009, hat er gesagt, 2020 wollen wir das Bier der Linzer werden. Meiner Meinung nach haben wir eigentlich mehr geschafft als das. Wir sind jetzt das Bier der Linzer und wir sind nur weit über die Linzer Grenzen hinauskommen. Und das ist eigentlich richtig cool. Wie war denn die Zusammenarbeit mit dem Ewald? Ich meine, er war schon immer Chef und er hat gewusst, was er will. War ab und zu nicht einfach. Aber im Grunde bin ich ihm voll dankbar, weil der Ewald hat immer das vorgegeben, was sein soll. Im Endeffekt kann ich sagen, danke Ewald für die letzten 15 Jahre. Und so gibt es viele Geschichten rund um Ewald Pöschko.
bekannt auch als Menschenfischer, der die wichtigen Stellen mit den richtigen Menschen besetzen konnte. So auch beim Braugasthof. Ja, der Ursprung war eigentlich der, ich habe das Stadtwirtshaus gehabt in Freistadt drinnen. Eigentlich war ich da sehr zufrieden, es hat mir alles gefallen. Ich habe aber schon mit einem Auge irgendwo ein bisschen, wo vielleicht auf einen Umstieg was im Auge gehabt. Und plötzlich ist der Ewald zu mir gekommen und hat gesagt, du, sitzen wir mal bei dir im Garten daheim zusammen. Ich nehme 6 Tragerl Bier mit. Ich möchte aber mal was zum Reden mit dir. Ich denke mir, was ist da los? Ja, und er kommt zu mir, machen wir sich das Bier auf, sagt er, du weißt eh, wir bauen einen Braugasthof und ich brauche einen Wirt. Und einen, der was mir beim Planen und bei den ganzen gastronomischen wegen hilft, weil da kenne ich mich nicht so aus. Und da brauche ich einen Wirt dazu. Ich war momentan ein bisschen überrascht. Und habe ich gesagt, ja Ewald, lass mich mal drüber schlafen eine Nacht und dann möchte ich das noch mit meiner Frau besprechen und dann schauen wir mal. Geschlafen habe ich nichts in der Nacht. Und nächsten Tag habe ich ihn dann angerufen und gesagt, Ewald, das machen wir. Ich freue mich, gehen wir in das Projekt Braugasthof an. Das richtige Gespür hatte Ewald auch mit der Besetzung seines Nachfolgers Paul Steininger, mit dem er im heurigen Jahr gemeinsam die Geschäfte der Brauerei Freistadt führte. Er hat es sehr gut aufgesetzt, dass man ordentlich Zeit hat, sich die Brauerei anzuschauen, die Mitarbeiter, die Prozesse kennenzulernen. Und das hilft mir natürlich jetzt in dem Jahr besonders, wo wir die Übergabe machen, dass das alles natürlich schon ganz reibungslos läuft. Und ich glaube, für ihn ist es auch gut, dass er jetzt da rausgleiten kann. Und für mich ist das schönste Zeichen eigentlich, dass er schon recht entspannt ist. Und das heißt, das Vertrauen passt. Das ist eine gute Sache. Nach der erfolgreichen Grundsteinlegung für den Erfolg der Braukommune Freistadt durch Ewald Pöschko vor knapp 4 Jahrzehnten soll es so weitergehen. Und die Vorzeichen stehen mit Nachfolger Paul Steininger besonders gut. Ich sag, ich